Na gut, komm, ich nehme mal. Wir ernähren uns ja sowieso hier meistens von Borscht oder so, ne? Was wir noch übrig haben. Das ist halt übelst dumm einfach nur. Also, dass ich ja kein anderes Essen habe, ne? Das nervt mich halt. Ach, hier haben wir noch was. Okay, immerhin ein bisschen was. Ich meine, ich könnte mich ja auch schon ernähren von den ganzen Viechern hier. Ich glaube, ich baue auch jetzt mal den Stall aus. Da haben wir auch eine ordentliche Aufgabe, während ich ein Thema ansprechen möchte. Und zwar, es regt mich einfach nur übelst auf. Ich wollte damit letzte Folge schon anfangen, habe es aber dann nicht durchgezogen, weil ich dachte, nee, ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Jetzt sollte es aber gehen. Und zwar geht es darum, dass ich vor meinem Haus die ganze Zeit belästigt werde, sozusagen. Einerseits, also da ist halt so das blühende Leben direkt. Keine Ahnung. Und das nervt mich halt, weil einmal ist da eine Kaufhalle, da gehen den ganzen Tag Leute hin. Und ja, die sind halt immer so vor der Kaufhalle auf dem Platz da und keine Ahnung. Da sind halt übelst viele Leute, die einen beobachten, wenn man aus dem Haus geht. Und das nervt mich einfach, weil es soll einfach nicht jeder wissen, wann und warum ich aus meinem Haus gehe. Viele können dann nämlich sich auch schon denken, warum ich rausgehe, und das nervt mich einfach. Ich fühle mich dann in meiner Privatsphäre eingeschränkt. Und das finde ich einfach nur dämlich. Und ja, dazu kommt, dass da eben noch verschiedene Bänke stehen, auch wegen Bushaltestellen. Also ich habe zwei Bushaltestellen vor meiner Haustür. Einmal in die eine Richtung, einmal in die andere. Und das heißt, da versammeln sich auch jeweils immer noch Leute. Und das ist auch übelst schlimm. Übelst oft sehe ich da Leute. Und viele will man halt auch gar nicht sehen, weißt du? Die kennt man so, und das sind halt so unangenehme Bekanntschaften. Beziehungsweise so Leute, die auch hinter deinem Rücken irgendwie mit anderen Leuten über dich lästern. Und das kann ich nicht leiden, wenn die dann wissen, wann ich aus meinem Haus gehe. Weißt du, die sagen, boah, guck mal, der ist schon wieder da und dahin gegangen, ja. Und keine Ahnung, also es ist einfach nur Scheiße. So. Und dann kommt noch dazu, dass da auch noch eine Dönerbude steht. Und die sowieso schon die ganze Zeit stinkt. Ja, und das nervt auch auf jeden Fall. Und ja, die haben sich dann auch vor einiger Zeit gedacht, ja, stellen wir doch auch mal draußen ein paar Bänke hin, ne? Und das ist so nah vor meiner Haustür, das geht überhaupt nicht, ey. Jedes Mal, wenn ich da rein oder rausgehe, sehe ich da die Leute, wie sie da sitzen, und die sehen mich. Und das kotzt mich einfach nur an, weißt du? Ich will nicht direkt vor meiner Haustür ein Restaurant haben, wo Leute einfach sehen, dass ich aus meiner Haustür gehe oder nicht. Weißt du? Weil ständig läuft man Gefahr, da wirklich irgendwelche Leute zu kennen oder so, verpflichtet sein, dahin zu gehen, obwohl man gerade keine Zeit hat, ja, weil oft, wenn ich wirklich aus dem Haus oder in mein Haus reingehe, habe ich wirklich keine Zeit für irgendwen. Und manchmal will man halt auch einfach seine Ruhe haben, weil man einfach angenervt ist von den ganzen Leuten, die man zum Beispiel in der Schule sieht oder so. Keine Ahnung, also oftmals bin ich da auch angenervt. Nicht immer, aber manche Leute, die regen einen einfach nur auf, weil die sich einfach scheiße verhalten und einfach nicht, ja, nicht richtig loyal auch sind. Und da habe ich dann keinen Bock, dann die oder solche ähnlichen Leute noch vor meiner Haustür zu treffen. Und ja. Das ist einfach nur scheiße, weißt du, wenn da solche Zentren sind. Man kann nichts dagegen tun, es steht nicht in meiner Macht. Das kotzt mich an. Alle Dinge, die nicht in meiner Macht stehen und die negativ sein könnten, die sind einfach mir so ein Dorn im Auge, ne? Ich kann das einfach nicht akzeptieren. Weißt du? Das ist einfach nur dumm, ey. Und ich muss mich mit so vielen Kompromissen diesbezüglich abfinden. Das ist einfach nicht mal schön. Weißt du, andere Leute, die gehen aus dem Haus und sehen erstmal 500 Meter überall keine Menschen. Oder halt ihre Nachbarn, ja gut. Nachbarn sind sowieso auch noch so ein Thema, weißt du? Da bin ich auch oft, nicht so begeistert. Oh Mann, ey, das kann's doch nicht sein. Weißt du? Weil Nachbarn sind einfach nur nervig. Aber das kennen ja andere auch. Das haben auch andere schon erzählt. Andere YouTuber auch. Die haben auch gesagt, dass Nachbarn einen einfach nur abfucken teilweise. Weil die wirklich dann auch immer so dumm gucken und einen blöd anlabern und was weiß ich. Ne? Und das will ich halt auch nicht. Aber man ist halt auch auf sie angewiesen, wenn man jetzt irgendwie mal ihre Hilfe braucht.
Das ist halt das Problem. Ne? So, Nachbarn kann man sich eben nicht aussuchen. So, manche sind ja so beste Kumpels mit ihren Nachbarn, aber das finde ich einfach nur dumm. Weißt du, weil mir würde das nie so gehen. Gut, kommt drauf an, was für Nachbarn es sind. Ich habe halt meistens auch ältere Nachbarn, die einen dann wirklich immer blöd angucken. Teilweise, na gut, das nicht, aber die einfach nur die ganze Zeit nerven und die dann halt auch wieder wissen, wo du hingehst und wann du aus dem Haus gehst und dann auch wieder so viel über deine Privatsphäre oder deine Privatsphäre einschränken. Das ist einfach richtig schlimm. Ich weiß nicht, mich regt sowas auf, weil ich das auch wieder nicht im Griff habe. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich nicht, wo ich keine Macht drüber habe, ne? Ob die jetzt da sind oder nicht. Und das nervt mich schon am meisten, oder das wäre schon alleine zu viel, weißt du? Und dann kommt noch das ganze andere Zeug hinzu. Und das ist einfach nur dumm. Also ich will das einfach nicht mehr. Dass ich so eingeschränkt werde. Weißt du? Jedes Mal, wenn ich vor die Tür gehe, dann hoffe ich, dass ich keinen sehe, der irgendwie, ja, Informationen über mich sammelt, sozusagen. Ich fühle mich da wirklich irgendwie die ganze Zeit beobachtet auch, ne? Weißt du, egal, ob ich jetzt, die Leute kenne oder nicht. Ich fühle mich die ganze Zeit beobachtet, als ob die dann was über mich rausfinden wollen, so. Keine Ahnung. Als ob die nur extra da sind, weil sie auch mal denken, ach, der wohnt da ja, da gehen wir daher hin. Keine Ahnung. Ist richtig schlimm, ey. So. Naja, auf jeden Fall, ist das einfach nur so eine Sache hier. Manchmal ist es dann auch einfach so, weil es nervt mich einfach so und es ist wirklich Pech, dass es einfach so passiert ist, dass dieser Döner, diese Dönerbude da neben mir ist, die regt mich da diesbezüglich am meisten auf. Weil die Stühle stehen so, dass die wirklich direkt auf mich gucken können und alles. Direkt einen durchleuchten können, sozusagen. Und das ist einfach nur scheiße. Und weil ich da eben so ein Pech habe, sozusagen, habe ich mir eben oder gehe ich da meistens auch vorbei, ohne da wirklich hinzugucken. Also ich gehe da jetzt einfach nur noch dran vorbei und mach da wirklich nichts mehr. Ich guck da teilweise echt nicht mehr hin, weil ich wirklich einfach keinen Bock habe, dass, weil ich in dieser scheiß Lage stecke, daraus Nachteile sich ergeben für mich. Das ist einfach nur dumm, weißt du, und ich könnte mich da den ganzen Tag drüber aufregen. Weil das ist einfach eine scheiß Situation, ja. Andere Leute, die jetzt 100 Meter weiter weg leben, die haben komplett ihre Ruhe. Weißt du? Aber komplett. Da ist nix. Die können aus dem Haus gehen ungestört. Ich fühle mich den ganzen Tag gestört. Einfach nur. Die Leute stören mich, egal ob ich die kenne oder nicht. Auch wenn ich die kenne, stören die mich. In dem Moment. Weil ich in dem Moment nicht mit diesen Leuten verkehren will. Ich habe das in dem Moment nicht vorgesehen. Wenn ich einfach nur einen Müll rausbringe oder so, habe ich keine Lust, irgendwen zu sehen, den ich kenne. Weil die dann gleich wieder mich auslachen. Ich habe genug erlebt im Leben. Ich habe genug erlebt. Manche Leute, die lachen einen dann wegen irgendeiner Scheiße aus, was auch überhaupt nicht gerechtfertigt ist, aber sie machen's. Und deswegen bin ich vorsichtig geworden. Deswegen spreche ich sogar auch in meiner Schule seit geraumer Zeit gar nicht mehr so über meinen Kanal. Zum Beispiel, das ist auch so eine Sache. Weil in der Schule sind halt viele Leute, die sich eigentlich nicht für Let's Plays interessieren. Was ich auch ein bisschen doof finde. Und die sich nicht für Minecraft oder so interessieren, für meinen Kanal. Also ich rede jetzt von meinem Hauptkanal, von dem her habe ich sowieso noch nicht erzählt. Auf jeden Fall ist es auch so, dass die dann ein oder dass sie dann die Videos vielleicht nur mal gucken, weil sie so wissen wollen, was du machst, ne? Aber die verstehen dann immer nicht, was das ist und warum du das machst und die denken dann, du bist ein Freak oder so eine Scheiße, ne? Und das kotzt mich auch an, deswegen habe ich irgendwann gesagt, nee, ich will jetzt überhaupt nicht mehr darüber reden, weil die das null verstehen, warum und weshalb ich das mache, ne? So. Das hat auch so einen Punkt. Ja,
Das ist jetzt was anderes, wenn ihr jetzt hier das Video seht. Ihr habt ja bestimmt draufgeklickt, weil es euch interessiert, ne? Und weil er auch, ja, so in diesem Game drinsteckt, so sag ich mal, ne? Und ihr wisst auch hier, warum, oder was das alles ist. Und ihr wisst das einzuordnen. Aber Leute, die das nicht einzuordnen wissen, die sollen gar nicht davon Bescheid wissen, dass ich sowas mache. Ja? Das ist halt, das große Problem. Und, ja, keine Ahnung. Sonst wird man im Leben immer nur blöd angeguckt, blöd hinterhergeschissen. Weißt du, das hab ich satt. Das hatte ich oft genug im Leben. Und das will ich einfach umgehen. Ja. Und ich habe jetzt auch nichts Produktives gemacht, aber ich habe noch eine Kiste entdeckt. Lol. Als ob da eine ist. Einfach so. Aha. Ja, bringt mir jetzt nicht so viel, aber kann man mal machen, ne? Ich nehme mal mit hier. Geht schneller. Wusste gar nicht, dass da Holz drunter ist. Wäre doch nicht nötig gewesen, oder? Also mir das Holz schenken. So. Naja, jedenfalls ist das wirklich so eine Sache, die mich einfach stört und das wollte ich mal loswerden. Ich finde das einfach nur dämlich, wie das immer so passiert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden viele meine Sichtweise nicht verstehen. Ich habe da sowieso so ein bisschen meine, eine andere Sicht auf die Dinge, die jetzt nicht unbedingt jeder hat. Also eine besondere Sicht. Das weiß ich auch. Aber, ja, vielleicht kann man es ja nachvollziehen. Wenn man auch meine Meinung nicht teilt. Aber ich finde einfach, es ist wirklich so, dass man halt so ausgespäht wird. Von allen möglichen Leuten. Wenn ich mich mit Freunden treffen will, dann mache ich das eh nicht vor meiner Haustür, ne? Dann mache ich das irgendwo anders. Na gut, ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel bei sich zu Hause trifft, dann, ja, keine Ahnung. Das ist natürlich dann auch wieder was anderes. Weil, ja, dann ist das ja auch so abgemacht, so, weißt du? Ich weiß nicht, ich muss mich auf bestimmte Sachen auch einfach einstellen, immer vorher, dass das funktioniert. Weil, wenn manche Sachen so unvorhergesehen kommen, wie zum Beispiel solche Situationen, dann bin ich halt so in meinem Denkprozess drin, ne? Und oftmals denke ich halt auch so über Dinge nach in meinem Leben. Mach mir Pläne über bestimmte Sachen, die noch in den nächsten Tagen kommen oder nächsten Wochen oder so, ne? Und ja, dann werde ich einfach gestört durch die Menschen. Ne? Die lenken mich dann ab, die, da denke ich dann die ganze Zeit über die nach und das ärgert mich dann auch. Weil ich dann so denke, scheiße, wenn die das wieder wissen und das wieder und keine Ahnung, ich mache mir dann auch viel zu viele Gedanken, das weiß ich selber. Das ist eigentlich unnötig. Aber ich weiß, wie Leute reden. Ja, die reden dann meistens noch schlimmer, als man denkt. Weißt du? Hinter dem Rücken von einem dann. Und das ist halt so das Problem. Naja, aber ich will das jetzt hier nicht ewig ansprechen, das Thema. Ich will jetzt lieber mal rausfinden, wie man hier Kakteen kriegt. Oder aber, eben, was brauchen wir noch? Ich glaube, das war's, ne? Wir brauchen jetzt erstmal Kakteen. Ich guck mal nach. Ja, Zuckerrohr brauchen wir ja. Stimmt, da war ja was. Das brauchen wir nicht unbedingt. Zumindest nicht jetzt.